Hallo ihr Lieben aus dem Ahrtal. Ja, und es gibt schon wieder einen Aufreger und der wendet sich ganz klar an die Leute, Mitarbeiter und an die Firmen Westnetz und natürlich auch an E.ON. Westnetz soll im Auftrag für E.ON hier wohl Zähler installieren, Stromzähler installieren und kommt dieser Aufgabe nur schleppend und nur langsam voran. E.ON hingegen geht jetzt hin und verlangt von all denen, die noch keine Zähler haben, Abschlagsrechnungen, die sich auf Schätzungen belaufen, weil ja keine Zähler vorhanden waren und auch keine Zähler vorhanden sind. Und das in einer solchen Höhe, dass kaum jemand von den Betroffenen da überhaupt Möglichkeiten hat, diese zu begleichen. Und vielleicht kommt mal Westnetz als Erfüllungsgehilfe von E.ON einfach aus dem Quark, sieht zu, dass die Leute ihre Zähler kriegen. Und dann wird nach Zähler vernünftig abgerechnet oder auch Abschläge geschätzt, die realisierbar sind und real sind, weil die meisten Stromverbraucher wie Trocknungsgeräte, Entkernungen sind jetzt nicht mehr vonnöten. Also ändern sich natürlich auch die Stromverbräuche. Michael Genn für die Ahrtalhilfe Ahaus aus dem Ahrtal. Dankeschön.